Wir haben uns ja jetzt längere Zeit darüber unterhalten, 3 Vorlesungen lang, wie man Bildschirmobjekte gestaltet, einzelne Objekte, also Text gestaltet, wie man Icons gestaltet, wie man mit Farbe umgeht, wie man so einen Button macht. Heute geht es um den Zusammenhang dessen. Ne? Ja, man hat ja selten nur ein einzelnes Objekt, was zu gestalten ist, in einem User-Interface, sondern man hat ja viele Objekte und die stehen ja miteinander in einem Zusammenhang. Und um diesen Zusammenhang soll es jetzt gehen, wie man das vernünftig macht, dass man das gut verstehen kann, dass man die Objekte einander zuordnen kann und so weiter und so fort. Wir teilen das ein bisschen ein in 2 Unterkategorien, wenn man so möchte, nämlich in Übersichtlichkeit und Strukturiertheit. Die sind in der Praxis nicht immer messerscharf zu trennen. Aber so Pi mal Daumen kann man sagen, Übersichtlichkeit sagen wir dann zu den Dingen, wenn es wirklich darum geht, dass es ordentlich aussieht. Man braucht überhaupt nicht darum, sich zum zu kümmern, was das ist, was sind die Inhalte davon, das ist an anderer Stelle, das wird bei der Strukturiertheit behandelt, sondern bei Übersichtlichkeit ist ein ordentliches Aussehen, was einen nicht ablenkt, wo nicht irgendwie so viel visuelle Unruhe drin ist. Ja, und bei Strukturiertheit, so wie ich es gerade schon angedeutet habe, geht es dann um die inhaltlichen Zusammenhänge und wie man die inhaltlichen Zusammenhänge ausdrückt in räumlichen Zusammenhängen. Nämlich um die geht es ja bei uns. Wir reden ja in erster Linie über räumliche User Interfaces. Ja, bei der Übersichtlichkeit, was gibt es da? Die wichtigste Technik für Übersichtlichkeit, wo man auch am meisten erreichen kann, zumindest wenn es nicht schon erfüllt ist, ist das sogenannte Alignieren oder auch Ausrichten, kann man sagen. Alignieren an das englische Align angelehnt. Das heißt, dass man Objekte an Linien, an Fluchtlinien ausrichtet. Und zwar sowohl horizontal als auch vertikal. Wir hatten das schon. Wir hatten das schon letzte Woche bei der Typografie, als ich gesagt habe, dass man zentrierten Text nur für Gedichte benutzt und nicht für normalen Text. Das ist auch eine Ausrichtungsfrage. Und wenn ihr euch zurückerinnert, war das Problem bei der Ausrichtung im zentrierten Text, oder das Problem des zentrierten Textes war, dass man den Zeilenanfang so schlecht findet, wenn man mit der Zeile fertig ist und will zurückspringen, muss man den Zeilenanfang explizit suchen und kann nicht an eine Fluchtlinie springen, die am Anfang ist. Und genau das Gleiche machen wir jetzt für User Interfaces generell. Jetzt hier dieses Beispiel zum Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel als Beispiel folgendes Beispiel. Hier OpenOffice, ein Dialog von OpenOffice. Wo sehen wir jetzt hier Fluchtlinien? Naja, zeichnen wir sie mal ein. Vertikale Fluchtlinien, also den linken Rand zeichne ich ein mit so Strichen. Und da sehen wir jetzt, hier ist eine Fluchtlinie für diese Überschriften, also Schriftfarbe, Auszeichnung, Relief, die Beschriftung dieser entsprechenden Felder. Die fangen alle an dieser Linie an, das ist eine Fluchtlinie. Es gibt aber viel mehr Fluchtlinien. Es gibt nämlich auch die Fluchtlinie, wo unten diese Auswahl, diese Boxen anfangen, die ist leicht versetzt zu der ersten Fluchtlinie. Naja, dann gibt es gleich die nächste, das ist die, wo oben die Auswahlelemente beginnen. Die ist da, noch so ein Stück versetzt. Es gibt noch mehr Fluchtlinien. Es gibt zum Beispiel die Fluchtlinie, und das seht ihr hier unten ja ganz eindeutig, dass das hier so geschnitten wird, diese Box, nämlich wo diese Box anfängt unten. Ist eine Fluchtlinie. Das gleiche kann ich natürlich auch auf der rechten Seite machen. Diese Fluchtlinie haben wir da, diese Fluchtlinien haben wir da und diese auch. Also haben wir schon mal eine ganze Reihe von Fluchtlinien. Dass es hier 2 Blöcke gibt, das geht ja nicht anders. Aber diese vielen kleinen Fluchtlinien so nah aneinander ist genau das Problem, was wir vermeiden wollen. Es gibt noch ein paar mehr, die ich jetzt mal mit anderer Farbe einzeichne, weil die sich so ein bisschen auf andere Elemente beziehen. Diese Fluchtlinie ist die, die oben diese Reiter da oben begrenzt. Dann gibt es hier so einen Strich in der Mitte, so eine Trennungslinie, die ist natürlich auch eine Fluchtlinie, die ist ja extra sogar so eingezeichnet worden. Und es gibt noch die Fluchtlinie, wo die Buttons unten anfangen. So, es gibt also in diesem User Interface auf dieser Maske sehr viele solche Fluchtlinien, an denen man entlang gucken kann. Das heißt, eigentlich gibt man dem Auge gerade durch diese an diesen Stellen, wo so viele Fluchtlinien nah beieinander sind, keine wirklich klare Linie, an der man entlang gucken kann.
Die liegen jetzt nicht so ganz weit auseinander, sondern liegen relativ nah aneinander. Das heißt, es ist nicht so, dass man den Anfang nicht finden würde, aber es sieht einfach unordentlich aus dadurch. So ein bisschen Kraut und Rüben, als hätte man die Objekte gar nicht richtig angeordnet. Das gilt es zu vermeiden. Um genau das, diese Vermeidung geht es beim Alignieren. Und wenn wir das uns mal angucken, wie das aussehen kann als Lösung. Hier ist also nochmal die Maske, so wie sie war. Und dann habe ich sie mal einmal umgebaut. Und man sieht gleich, dass das Ganze ordentlicher aussieht. Ich habe also alle Kanten, alle Fluchtlinien vorne auf die gleiche Linie gesetzt. Und das beim zweiten Block auch. Die Linie in der Mitte habe ich ganz weggenommen, weil die ja eigentlich gar keine wirkliche Funktion hat an dieser Stelle. Ein bisschen mehr Abstand ist an der Stelle sowieso schon da. Ja, und dann habe ich so ein paar Sachen gemacht, die man vielleicht nicht unbedingt hätte machen müssen. Ich habe zum Beispiel oben dieses Menü auf die gleiche Breite gebracht. Da einfach ein bisschen trickreich, indem ich Position verdoppelt habe. Das könnte man natürlich hinterher, wenn man das programmieren würde und nicht wie ich mit dem Grafikprogramm macht, kann man natürlich die auch breiter gestalten. Und auch die Buttons unten habe ich so angeordnet, dass die abschließen mit der Box darunter. Und das sieht gleich viel ordentlicher aus. Alignieren ist also diese Technik. Fluchtlinien suchen und dann minimieren. Vor allen Dingen, wenn die Fluchtlinien nah aneinander sind, die Fluchtlinien auf eine minimieren. Ja, hier noch der Hinweis, das mit den Buttons hätte ich nicht unbedingt machen müssen, weil die Buttons ja in einem ganz anderen Bereich sind. Also man sieht ja den Inhaltsbereich, wo man die Sachen einstellt und unten den Bereich, wo die Buttons sind. Und über diese Bereiche hinweg muss man nicht unbedingt auf eine Fluchtlinie gehen. Aber wenn man es kann, schadet es auch nicht. Sieht eigentlich immer ordentlicher aus, wenn man das macht. Gucken wir uns das mal an, was es da für Beispiele gibt. OpenOffice ist kurioserweise ein guter Beispiellieferant. Nicht nur auf der Mac-Version, die ihr ja gerade gesehen habt, sondern hier auch in dieser Windows-Version. Da seht ihr ja das genauso. Gerade hier dieses Beispiel wundert mich total. Das sieht so aus, als wäre der komplette untere Bereich irgendwie ein paar Pixel nach links versetzt worden. Da liegt ja gar nichts mehr in einer Linie. Aber auch dieses Programm hier ist ganz schlecht in Sachen Alignierung, weil einfach all diese Felder an unterschiedlichen Stellen beginnen. Und dadurch sieht das extrem unordentlich aus und man findet sich nicht gut auf dieser Maske zurecht. Das ist Alignieren. In der Vertikalen. Das Gleiche funktioniert auch in der Horizontalen. Und in der Horizontalen gibt es fast sogar noch mehr Probleme. Das Beispiel links oben ist, ich glaube, aus WordPad. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Oder es ist aus Microsoft Word, eins von beiden. Und wenn ihr mal jetzt guckt, wie es horizontal ist, wenn ihr horizontal Fluchtlinien einzeichnet, was sind das für Fluchtlinien? Das sind zum einen mal die Unterkanten der Objekte, die ihr da seht, aber auch die Unterkanten des Textes, also die Text auf den Linien, auf der der Text läuft. Und wenn wir das jetzt mal einzeichnen, dann seht ihr dieses Ergebnis. Und ihr seht, dass zum Beispiel der Text neu erstellen, die Linie, die da gezeichnet wird, mitten durch den Abbrechen-Knopf geht. Oder auch, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, damit man das sieht, das Aus-Datei erstellen und dann der Pfad, der da steht, C-Users und so weiter, der ist auch ein paar Pixel zueinander, ist der versetzt. Und das macht immer ein ganz unordentliches Bild. Vor allen Dingen, wenn die Beschriftung eines Feldes und der Feldinhalt, Text, zueinander versetzt sind, sieht das immer sehr Kraut nach Kraut und Rüben aus. Also hier nochmal dieses. Auf der rechten Seite, von der Sparkasse, aus dem Online-Banking, der Text Kreditlinie und hinten ist ein Button Kreditlinie bearbeiten. Wenn ich die Fluchtlinie bei Kreditlinie einzeichne, dann seht ihr, der läuft mitten durch den Text. Also der Button ist quasi ein paar Pixel zu tief gesetzt und macht dadurch so ein unruhiges Bild. Nochmal der Hinweis, wichtig ist, neben dem, dass die Objekte selber miteinander abschließen, also hier unten, auch, dass diese Texte zueinander passen, dass die Texte auf einer Linie stehen. Dann hat man einen ordentlich ausgerichteten Text und damit auch ein ordentlich ausgerichtetes Element. Das andere ist natürlich auch wichtig, diese untere Linie. Wie kann es kommen, dass es manchmal schwierig ist, das zu machen? Hier ein Beispiel aus dem Druckdialog von Apple, der insgesamt nicht besonders gut ist, in ganz vielen Gestaltungsaspekten, aber vor allen Dingen auch in diesem Aspekt der Alignierung nicht. Also ihr seht, der obere Teil, da ist es einigermaßen gut aligniert, diese Elemente.
aber auch nur einigermaßen. Dann kommt unten aber so ein Auswahlfeld-Layout, was sowieso quer dazwischen steht. Und danach wieder ein Bereich, da sind die Sachen neu aligniert, an einer anderen Fluchtlinie. Das liegt daran, dass man diesen Bereich durchschaltet. Das heißt, der wird nicht gemeinsam mit dem anderen Bereich gestaltet. Sowas gibt es natürlich in User Interfaces oft. Wenn man das hat, muss man dafür sorgen, dass das stärker voneinander abgesetzt ist. Dass das nicht so wirkt, als wäre das versehentlich so. Sondern dann müsste dieser untere Bereich, dieser Layout-Bereich, optisch sich stärker unterscheiden von dem oberen. Dann fällt das nicht mehr so stark ins Gewicht und es wirkt nicht so, wie als wäre es ein Fehler. Hier auf der rechten Seite gibt es auch dieses Problem, die horizontale Ausrichtung, die horizontalen Fluchtlinien der linken Seite stimmen überhaupt nicht mit den horizontalen Ausrichtungen der rechten Seite überein. Also dieses Sortieren steht quer zwischen dem, was auf der linken Seite dargestellt wird. Da kann man auch, da wäre es ja wirklich sehr leicht, durch ein paar Pixel verschieben, das richtig hinzukriegen. Gut, wir haben eben einmal so ein Eingabefeld gesehen, so Eingabemasken, vorne steht ein Eingabefeld, hinten steht, was man eingeben muss. Da gibt es immer die Fragestellung, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Schreibe ich den Text, der vorne steht, nach links, also links auf die Fluchtlinie? Das wäre natürlich schön, weil dann kann ich gut einfach an den Feldbezeichnern entlang gucken, bis ich den richtigen Feldbezeichner finde, den ich vielleicht suche. Oder schreibe ich den nach rechts, so wie das jetzt da gemacht ist. Das hat den Vorteil, dass der Abstand zwischen dem Text eingegebenen, also zwischen der Beschriftung und dem Eingabefeld kurz ist. Das steht so ein bisschen im Widerspruch zueinander. Wenn ich das nach links schreibe, kann ich manchmal so wirklich breite Abstände haben. Sollte man aber trotzdem machen. Was sollte man also tun? Man muss dafür sorgen, dass dieses Problem nicht auftritt. Man muss also entweder den Text abkürzen, sodass da nicht so große Unterschiede passieren. Also anstatt Abitur-Durchschnitt, an diesem Fall hier Abischnitt, dann ist es ungefähr gleich lang, dann sind die Abstände da nicht mehr das Problem. Oder diese Alternative wählen und die Bezeichner einfach oben drüber schreiben. Dann hat man das Problem auch nicht mehr. Das sind quasi die zwei Möglichkeiten, mit denen man das Problem lösen kann, dass da sonst so ein großer Abstand entsteht an dieser Stelle. Guckt euch mal dieses Beispiel an. Oder ihr werdet es euch auch noch intensiver angucken, denn ich verspreche euch, es wird euch in den Übungen oder auf dem Übungszettel, ich weiß es noch nicht genau, wisst ihr es schon genau? Auf dem Zettel. Auf dem Übungszettel wird euch dieses Beispiel begegnen. Das ist ein Programm, das habe ich vor ein paar Jahren mal runtergeladen, ein FTP-Synchronisationsprogramm, also lokale Daten mit dem FTP-Server synchronisieren in beide Richtungen. Und das hat so einen Einstellungsbereich natürlich für die, ja, wo ich die ganzen Daten eintragen muss. Und wenn ihr euch das anseht, dann seht ihr Unmengen Alignierungsprobleme. Und zwar sowohl horizontale als auch vertikale. Diese Maske sieht ein bisschen aus, als hätte man jedes Feld einfach irgendwo hingeschoben. Und mit diesem Beispiel werdet ihr euch in den, wie gesagt, im Übungszettel beschäftigen müssen, da mal die Fluchtlinien einzuzeichnen und das zumindest in Teilen auch zu reparieren. Es gibt übrigens noch weitere Probleme auf dieser Maske, die man auch ansprechen kann. Also was wir zum Beispiel zu Icon-Gestaltung und Farbgestaltung besprochen haben, da kann man sich auch Gedanken darüber machen, ob diese Farbgebung, die hier gewählt wurde, wirklich die sinnvollste ist und ob die Icons wirklich gut sind an dieser Stelle, die da genommen sind. Gut, schließen wir ab. Alignieren. Das Ausrichten an Fluchtlinien ist dann das A und O. Worüber ich gar nicht so viel gesagt habe an dieser Stelle, was aber auch durchaus ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass man Abstände regelmäßig hält. Das heißt, wenn man Icons immer in bestimmten Abständen hat zum Beispiel oder Eingabefelder immer untereinander in bestimmten Abständen, dann ist es wichtig, dass dieser Abstand auch immer gleich bleibt. Der Mensch ist in der Lage, kleinste Unterschiede darin tatsächlich zu sehen. Es ist nicht so, dass man dann die Oberfläche nicht bedienen könnte. Aber es ist immer so ein Unruhefaktor, so ein Störfaktor, der einen kurz innehalten lässt und dadurch die Beeinträchtigung natürlich ist, eine Beeinträchtigung ist bei der Bearbeitung und vor allen Dingen auch wirkt das Ganze irgendwie nicht richtig fertig, wenn das so ist. Und das ist ja auch ein Faktor, den man nicht haben möchte. Wenn man Webgestalter ist, kann man heute meistens auf Gitterlayouts zurückgreifen.
Das heißt, man hat so eine Möglichkeit, innerhalb von Gittern Objekte anzuordnen. Das erleichtert einem vieles, als wenn man Objekte frei am Bildschirm anordnet, weil das Gitter dann dafür natürlich sorgt, dass eine gewisse Regelmäßigkeit eingehalten wird und auch, dass die Fluchtlinien reduziert werden. Passt aber auf, guckt euch das nochmal an, denn es gibt so viele Abstände, die man einstellen kann. Innenabstände, Außenabstände, Abstände zwischen Zellen etc. Und dann kann es sehr schnell sein, dass es dann doch wieder um ein paar Pixel versetzt da steht und dann sieht es wieder so blöd aus, wie ich gerade besprochen habe. Gut, was kann man denn noch machen, außer alignieren? Man kann absetzen und man sollte auch absetzen. Absetzen heißt einfach Platz spendieren, in erster Linie. Ihr seht das hier an diesem Beispiel. Da oben rechts sind die Sachen so nah aneinander, unten das Gleiche, etwas weiter auseinandergeschrieben. Es sieht viel übersichtlicher aus und man sieht viel besser, welche Blöcke so irgendwie zu erkennen sind, obwohl es die gleichen sind wie die da drüber. Absetzen mit Platz ist das Wichtigste. Wenn man keinen Platz hat, Stichwort Designkonflikt, Platz ist dann oft ein Problem. Ich kann dann, wenn ich mehr Platz brauche, dann muss ich es irgendwann kleiner machen oder sowas. Dann habe ich ein großes Problem mit anderen Gestaltungskriterien. Wenn ich keinen Platz habe, kann ich auch andere Techniken einsetzen, zum Beispiel farbliche Hinterlegungen. Gucken wir uns alles jetzt mal an. Ja, das Absetzen, wie motiviert man das? Guckt euch jetzt mal auf der nächsten Folie an, da sind so kleine Striche drauf, die erscheinen alle nacheinander und dann sagt mir mal, wie viele das sind. Schwierig, ne? So, jetzt sind sie alle da, jetzt könnt ihr sie abzählen. Könnt ihr sie jetzt abzählen? Auch nicht so wirklich. Also man kann sie eigentlich nur abzählen, wenn man sie sich ausdruckt und dann einzeln nacheinander durchstreicht und mitzählt. Ne? Das liegt einfach daran, weil man mit dem Auge, wenn man das abwandert, immer wieder sich vertut. Und weil man ja keine Orientierung hat, die sind ja alle gleich. Ne? Also man kann ja nicht sagen, ich habe jetzt an dem Blauen bin ich hängen geblieben oder so. Das geht ja nicht. Deswegen funktioniert das nicht. Besser könnte man so machen. Das geht schon ganz gut. Da kriegt man schon relativ gut hin, zu zählen, wie viele das sind. Oder so. Und jetzt können wir relativ gut zählen, das sind ja immer 20er Packen, 20, 40, 60, 80, 85, 88. Dann ist es einfach. Das heißt, diese Technik des Absetzens, des Blöckebildens, hilft uns, das überhaupt in der Struktur wahrzunehmen, überhaupt eine Struktur dort hinein zu sehen. Obwohl hier keine inhaltliche Gruppierung stattfindet. Diese fünf Striche, die da miteinander fünf Striche sind, die haben nichts mehr miteinander zu tun, als dass sie in dieser Gruppe sind. Die können die einzelnen Striche auch jeweils vertauschen. Das ist die Technik des Absetzens. Einfach Platz schaffen, Lücken schaffen oder räumliche Unterschiede schaffen. Gucken wir mal hier. So eine Liste, so eine längere Liste. Bei einer längeren Liste bietet es sich zum Beispiel an, alle fünf, kann man auch alle vier oder sechs nehmen, aber auf jeden Fall ungefähr fünf Zeilen, eine Leerzeile zu setzen. Dann hat man verschiedene Blöcke. Auch da ist es so, dass die Blöcke nicht inhaltliche Gruppierungen sind, inhaltliche Blöcke, sondern einfach nur Blöcke, an denen man sich orientieren kann, sodass man sagen kann, ja, der erste Block, der zweite Block und dass man nicht so ineinander übergeht. Wenn man keinen Platz hat, kann man sich behelfen, indem man zum Beispiel sowas macht. Das kennt man vielleicht, früher gab es häufig so Druckerpapier, wo zeilenweise in verschiedenen Farben gedruckt wurde. Das hilft auch, damit man in der Zeile bleibt. Das kennt ihr auch von allen möglichen Formularen. Oben übrigens nochmal ein schönes Beispiel für, wie das hilft, wenn man so Lücken lässt. Also bei dieser IBAN, die da oben steht. Die IBAN, das ist die der Universität Paderborn, wo ihr immer eure Semesterbeiträge hinüberweist. Nicht meine, also wenn ihr da jetzt Geld hinüberweist, ist kein Bestechungsgeld an mich, sondern an die Uni. Aber ihr seht schon, dass auf der linken Seite durch die Leerzeichen, die da drin sind, es erheblich einfacher ist, die Nummer, zu erfassen. Vor allen Dingen ist das so, ich hatte das letztens irgendwo selbst, ich musste eine Rechnung bezahlen, da stand eine Nummer drauf, eine IBAN, die war nicht so geschrieben, sondern so aneinander. Und da waren ganz viele Nullen hintereinander. Sechs oder sieben Nullen.
Und ich musste es abschreiben, es war nicht im Computer, es stand auf Papier. Ich bin wirklich hingegangen und habe die Nullen einzeln durchgestrichen, um sie abzuzählen, damit man sich nicht dabei vertut. Wenn man solche Blöcke hat, dann sieht man ja leicht, aha, das sind ein Block mit 4 Nullen und dann habe ich noch einen Block mit 3 Nullen und einer 1 hinten dran, dann habe ich gar kein Problem mehr. Das heißt, nur durch die Schaffung dieser Lücken ist es erheblich einfacher, die Struktur der Nummer dann wahrzunehmen an dieser Stelle. Gut, also was hatten wir jetzt? Alignieren, absetzen. Damit haben wir schon zwei sehr wichtige Techniken für Übersichtlichkeit. Und die dritte ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber doch tatsächlich oft ein Problem, nämlich, dass man überflüssige Elemente vermeidet. Jetzt kann man sich mal fragen, was sind eigentlich überflüssige Elemente? Häufig hängt es ja was davon ab, was derjenige mit dem Programm machen will, ob etwas überflüssig ist oder nicht. Also könnt ihr zum Beispiel sagen, ja, wenn ihr euer Excel startet und wollt damit ausrechnen, was weiß ich, wie viel Geld ihr im Urlaub für was ausgegeben habt oder sowas, dann ist wahrscheinlich der größte Teil von dem, was ihr bei Excel seht, überflüssig. Das ist aber nicht das, was ich hier meine, sondern es gibt auch oft Programme, die haben Elemente, die haben überhaupt gar keinen Zweck. Und das sollte man zu vermeiden suchen. Das Beispiel, was ich habe, ist ein älteres, muss ich zugeben, aber es ist so schön. Deswegen habe ich es weiterhin mal drin gelassen. Guckt euch dieses Beispiel mal an. Ein Ressourcenmonitor für Windows 95. Und ihr seht auch daran, dass das älter ist, wenn ihr mal guckt, wie groß diese Festplatten sind. Ne? Also Festplatte mit einer Kapazität von 2096 Megabyte. Also 2 Gigabyte Festplatte, ne? Also gut, oder Partition, aber auf jeden Fall ist es relativ klein. Ja, guckt euch das Programm mal an und dann seht ihr überhaupt mal, oh mein Gott, das ist irgendwie völlig überfrachtet. Erstmal sind diese ganzen 3D-Effekte völlig übertrieben, die da drin sind, diese so stark eingedrückten Flächen da. Aber guckt euch mal die Umrahmungen an. Was umrahmen die da denn? Also warum umrahme ich denn Laufwerke? Die haben doch gar nichts miteinander zu tun. Also wenn, dann müsste ich ja zeilenweise umrahmen, weil die Zeile ist doch das, was zusammengehört und nicht spaltenweise. Also die Umrahmungen für die Spalten haben überhaupt gar keinen Zweck. Und diese komischen 3D-Effekte haben auch keinen Zweck. Das sind ja keine Eingabefelder. Wenn ich die jetzt alle mal wegnehme, dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ihr jetzt mal darauf achtet, dann seht ihr, das ist ja gleich viel übersichtlicher geworden, nur dadurch, dass ich ein paar Elemente weggelassen habe. Was ich zusätzlich noch gemacht habe, ich habe hier so graue Felder eingefügt bei den Füllstandsanzeigen, sodass das einen so einen Block gibt. Das hilft wieder bei den Fluchtlinien, vor allem auch wenn man mal die rechten Fluchtlinien auch mitnimmt. Ansonsten habe ich hier einfach durch Weglassen von Elementen eine größere Übersichtlichkeit erreicht. Sowas gibt es, wie gesagt, oft. Wenn wir uns mal jetzt alles zusammennehmen, was haben wir gesagt? Alignieren, zu weglassen von Elementen, absetzen und gucken uns jetzt mal eine euch nicht ganz unbekannte Website an, wie diese zum Beispiel. Das Beispiel ist jetzt von letztem Jahr, ich habe es nicht aktualisiert, aber ich glaube, es ist noch genau das gleiche Problem. Dann könnt ihr euch das angucken und seht dann so ganz merkwürdige Eigenarten. Also zum Beispiel unwahrscheinlich viele Linien oben bei dieser Übersicht für der Kurstermine. Welchen zusätzlichen Zweck haben diese Linien, die da stehen, um diese Zahlen herum? Ich kann doch die Zahlen auch so voneinander unterscheiden und habe nicht den Eindruck, dass die ineinander übergehen. Ich kann die Linien also einfach weglassen. Genauso diese Linien hier unten sind eher nachteilig. Da werden wir gleich nochmal sehen, warum das eigentlich so ist. Also Linien sind eigentlich immer von Nachteil. Kann man sich fast merken. Linien sollte man fast immer vermeiden. Aber oben auch. Jetzt mal auf der rechten Seite, wo es dann übergeht, zur Übersicht der Klausurtermine, da überlappen sich die Elemente so eigenartig. Da gibt es gleich zwei Fluchtlinien direkt aneinander, weil diese Überschriftenzeile irgendwie 2 Pixel breiter ist als die Box darunter. Und dann kommt auch noch so eine zusätzliche Linie drunter, die gar keinen Zweck hat. Also lauter so Kleinigkeiten gibt es hier, wo man wirklich auch wieder durch minimalste Anpassungen es hinkriegen würde, dass das ordentlicher aussieht. Ja, vielleicht auch ein bisschen professioneller dann aussieht, als wenn das so, wie jede Box irgendwie eine andere Breite hat und nichts aneinander angepasst ist. So, jetzt aber genug des Bashings von Paul, auch wenn das vielleicht beliebt ist. Das war nur als Zusammenfassung gedacht für diese Probleme, die man hat,
bei der Übersichtlichkeit. Wie gesagt, Übersichtlichkeit ist nur die halbe Miete. Wichtiger eigentlich ist die Strukturiertheit. Aber Strukturiertheit macht nur dann Sinn, wenn ich auch übersichtlich gestalte. Also diese ersten Sachen muss ich schon mal alle erfüllt haben. Bei der Strukturiertheit geht es darum, die Objekte so anzuordnen, dass sich inhaltliche Zusammenhänge ergeben. Das ist zum einen mal die Zuordnung von Objekten zueinander, also zum Beispiel die Beschriftung zu einem Eingabefeld. Wie mache ich das denn? Wie mache ich denn diese Zuordnung klar? Und die Gruppierung von Objekten miteinander. Das ist der andere Bereich, der wichtig ist. Zuordnung, haben wir ein ganz schönes Beispiel. Dieses hier ist unsere Kaffeemaschine bei uns in der Fürstenallee. Die kommt in einer der zukünftigen Vorlesungen nochmal vor, diese Kaffeemaschine. Die hat nämlich noch eine andere Macke. Diese Kaffeemaschine ist ein bisschen zickig. Die hat öfter mal irgendwelche Sachen, die nicht richtig funktionieren. An diesem Tag hatte sie irgendwie ein Problem mit der Zuckerausgabe. Das verklumpte immer, das blieb irgendwie hängen, dann lief die Maschine überschrecklich. Also hat jemand einen Zettel geschrieben, auf dem drauf stand, bitte keinen Zucker nehmen, und hat diesen Zettel an die Maschine geklebt. So, kurze Zeit später ist Gero hingegangen, einer der eifrigen Kaffeetrinker bei uns, und hat, liebenswürdig wie er ist, für die anderen Leute etwas Zucker abgefüllt, in eine Tasse gestellt, die Tasse dahingestellt mit einem Löffel drin. So weit, so gut. Als ich dann hinterher da reinging in den Raum, stand dieser Zettel, bitte keinen Zucker nehmen, neben der Tasse mit dem Zucker. Und man sieht, das ist ein Zuordnungsproblem. Und zwar ein wirklich sehr irritierendes. Ich stand davor und habe gedacht, was ist wohl in der Tasse drin? Rattengift, extra aufbereitet. Ne? Also das Problem, was gehört eigentlich zueinander? Ne? Also jetzt hier in diesem Falle sehr witzig, aber dieser Hinweis, zu was gehört der eigentlich? Darum geht es bei Zuordnung. Gucken wir uns ein anderes praktisches Beispiel an, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Auch diesen Automaten werden wir nochmal in einer weiteren Vorlesung betrachten. Das ist einer der Parkautomaten hier in Paderborn, dieser hier am Maßbahnplatz. Und da stand ich vor, meistens parke ich mit so einer App am Handy, aber irgendwann hatte ich das Handy nicht mit, dann stand ich davor und musste diesen Automaten bedienen und habe gedacht, lieber Gott, wo fange ich denn an? Und musste mir diesen Automaten richtig erschließen. Denn wenn wir mal gucken, ich mache das mal größer, da bin ich erstmal über diesen komischen Verschreiber hier unten, gebührenpichtige Parkzeit, gestolpert, das ist mittlerweile aber nicht mehr so, hat man sich irgendwie vertippt. Aber ich guckte mir den Automaten an und habe gedacht, na, welchen Knopf muss ich drücken, in welcher Reihenfolge. Und wenn jetzt mal einzeichnen, wo die Beschriftung der Knöpfe und die Beschreibung der jeweiligen Knöpfe ist, dann seht ihr, was ich meine. Ne? Also die Beschriftung der Knöpfe und die Beschreibung der Knöpfe ist nicht an den Positionen, wo die Knöpfe sind. Dann kommen noch so ganz merkwürdige Eigenarten dazu. Zum Beispiel steht hier, wenn Sie eine Tageskarte wünschen, drücken Sie zuerst die kleine rote Taste. Die kleine rote Taste ist aus irgendeinem Grunde nicht mehr rot. Gut, das hat sich irgendwie abgenutzt, da haben so viele Leute dran mit dem Daumen. Oder vielleicht hat es auch jemand absichtlich mal abgeknibbelt. Aber wieso ist eigentlich jede Nummer rot, außer die, die mit kleiner roter Taste beschrieben ist? Das ist ein bisschen eigenartig. Also da gibt es noch mehr solche Probleme. Aber vor allen Dingen ist es dieses räumliche Zuordnungsproblem. Man könnte ja zumindest mal die Beschreibung, also die Beschriftung, also anstatt T könnte man ja auch Tageskarte dahin schreiben oder anstatt 2 könnte man dann Parkschein anfordern, dorthin schreiben. Das wäre ja schon mal eine Hilfe. Gut. Warum ist das ein Problem? Denken wir zurück an unsere Vorlesung über die Architektur der Wahrnehmung und wie wenig wir nur gleichzeitig wahrnehmen können, wenn wir auf so einen Automaten gucken, also überhaupt, wenn wir in die Welt gucken, dann erinnert ihr euch, naja, ich sehe vielleicht den Knopf und seine unmittelbare Umgebung. Also ich sehe vielleicht den Knopf und seine Beschriftung, aber ich sehe auf keinen Fall gleichzeitig scharf die Beschreibung dazu, wenn sie so weit weg ist. Also muss ich den Automaten erwandern, ich muss darauf herumsuchen. Und das muss ich mir auch noch merken, wo was stand, wenn ich das nicht beim ersten Mal verstehen sollte, was durchaus sein kann, weil so ganz einfach ist der Automat ja nicht.
Dann muss ich mir also noch merken, wo was stand und muss das hinterher wieder suchen. Das ist also im extremen Maße erzwungene Sequenzialität, dieser Automat, durch seine Art der Gestaltung. Also Zuordnung geht es hier wieder drum. Ne? Beschriftung, Beschreibung, Zuordnung zum Stellglied, sagt man dann oft, also zum Eingabeelement oder zum User-Interface-Element, zum eigentlichen Element. Sowas wurde in der Psychologie schon sehr früh untersucht. Das ist eines der Standardbeispiele für einen bestimmten Bereich der Psychologie. Und da geht es dann immer um dieses Beispiel. Das ist, aus irgendeinem Grunde hat man sich das als das tollste Beispiel ausgesucht, nämlich um ein Herd, wo man überlegt, wie kriege ich es denn eigentlich hin, dass ich weiß, wenn ich solche Stellglieder habe, also die Temperatureinstellelemente, zu welcher Platte die gehören. Das ist ein, da hat man viele Untersuchungen zugemacht. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, von denen wir uns jetzt natürlich nur auf einige beziehen. Ich könnte zum Beispiel farbliche Kodierungen mir überlegen. Ich könnte die einzelnen Elemente, also die einzelnen, die einzelnen Platten umrahmen farblich und den Knopf in der entsprechenden Farbe machen und hätte dann eine Zuordnung. Das interessiert uns mal an dieser Stelle nicht. Ich könnte auch versuchen, ein Icon zu machen und das Icon setzt sich daneben und das entspricht dann der entsprechenden Platte, wo man eine Farbe einfärbt. Auch das wollen wir jetzt mal nicht angucken, sondern es geht uns jetzt mal um räumliche Zuordnungen. Wie kann ich also durch rein räumliche Anordnung es hinkriegen, dass diese Platten, dass ich weiß, welche Platte gesteuert wird? Ja, und da hat man Untersuchungen zugemacht. Und dann ist man darauf gekommen und hat solche verschiedenen Anordnungen gemacht und hat jedes Mal, also man hat solche Herde gebaut und hat dann immer die Leute erstmal viel mit dem Herd trainieren lassen. Also man hat die nicht einfach drauf losgeschickt und hat gesagt, mach mal die richtige Platte an. Das kann ja nicht funktionieren. Sondern man hat die durcheinander, man hat die Leute testen lassen, mehrfach, also das richtig lernen lassen, welcher Knopf, welche Platte steuert. Und ist dann darauf gekommen, dass es unterschiedlich viele Bedienungsfehler gibt. Hier dieses sind die Anordnungen mit den wenigsten Bedienungsfehlern. Also 6% war da das geringste und 10% bei den anderen beiden waren die Menge der Bedienungsfehler. Dann hat man ausprobiert, wie kann man das verbessern? Wie kriegt man es hin, dass diese Fehlerrate auf 0 sinkt? Und eine Möglichkeit, die man gefunden hat, ist diese hier. Man ändert die Anordnung der Platten. Wenn man das macht, wenn man die Anordnung der Platten so ändert, dann kann man auf einmal eine eindeutige Zuordnung finden, nämlich indem man die Platten einfach von links nach rechts liest, wenn man so will. Also wenn ich von links nach rechts drüber gehe, komme ich ja erst bei Platte A an, dann Platte B, Platte C, Platte D und in der Reihenfolge sind unten auch die Knöpfe. Damit hat man eine Zuordnung geschaffen, die vollständig eindeutig ist. Kongruenz nennt man das. Die Anordnung der Platten und die Anordnung der Stellglieder ist sich ähnlich. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt weitere Untersuchungen dazu, die andere Möglichkeiten getestet haben. Und warum gekommen sind diese hier? Kongruenz, hier mal eine andere Art der Kongruenz. Man hat die Stellglieder jetzt nicht mehr vorne auf der Fläche, sondern oben mit ihnen angebracht. Das ist ja heute auch oft so. Und hat dann auch wieder eine Anordnung genommen, die der oberen ähnlich ist. Auch wenn sie, also ist nicht identisch, aber sie ist immerhin ähnlich genug, sodass eindeutig die Platten zu identifizieren sind. Die zweite Möglichkeit ist die der Kollokation. Ich packe einfach das Stellglied direkt neben die Herdplatte. Das ist sehr eindeutig, welches Stellglied für welche Herdplatte da ist, hat natürlich in der Praxis Nachteile. Also wenn man unten jetzt so zwei große Töpfe hinstellt und will dann hinten stellen, dann wird das anatomisch schwierig. Das soll uns jetzt aber an dieser Stelle mal gar nicht interessieren, sondern die Anordnung, also wirklich die eigentliche Zuordnungsaufgabe nur, lässt sich so natürlich gut lösen. Und die dritte Möglichkeit ist die der Kopplung. Man koppelt das Stellglied und die Platte, indem man eine zusätzliche Linie, eine Verbindungslinie zieht. All diese drei Möglichkeiten sind Möglichkeiten für die Herdplatten und sind auch Möglichkeiten, die wir im User-Interface-Design nutzen können und auch sollten. So, jetzt können wir uns überlegen, welche ist denn vielleicht die beste. Und wenn wir jetzt nochmals in Erinnerung rufen, was ich gerade eben noch gesagt habe, also diese Eigenschaften der Wahrnehmung des Auges, dann ist eindeutig die Kollokation die beste. Weil dann sehe ich tatsächlich Stellglied und Platte auf einen Blick. Kongruenz kann man in bestimmten
Ausnahmesituationen nutzen, zu dem kommen wir gleich. Und Kopplung ist etwas, was man eigentlich immer zusätzlich nutzen könnte. Also es würde ja auch hier nicht schaden, einfach zusätzlich noch so eine kleine Verbindungslinie zu ziehen. Dann ist es noch ein bisschen eindeutiger. Für den Fall, dass man irgendwie vielleicht doch irritiert sein sollte. Diese drei Techniken der Zuordnung, die drei Ks, Kongruenz, Kolokation und Kopplung, sollte man sich merken, nämlich das sind die, die wir jetzt für die Zuordnung von User-Interface-Elementen auch verwenden können und auch gerne in Klausuren etc. abfragen. Wo sieht man sowas? Wo hat man so ein Problem? Wieder mein altes Beispiel, wobei das Beispiel ist nicht von mir, sondern es ist von meinem Chef, ist, glaube ich, Teil seiner Habilitation, der Text, der vom Atari ST. Unten steht ein Knopf OK, seht ihr hier. Was passiert eigentlich, wenn man auf OK klickt? Die Datei wird gelöscht, wenn ich auf OK klicke. Und wo steht das? Da oben. Na, ganz weit weg hat man das untergebracht. Das hat man bei Atari damals aus irgendeinem Grunde für sinnvoll gehalten, immer oben in die Zeile hineinzuschreiben, was passiert, wenn so eine Dateiauswahlbox kam. Das ist fehlerträchtig ohne Ende. Ne? Man fängt an, ich habe euch ja schon mal erzählt, warum es überhaupt diese Löschenfunktionen gibt. Ne? Nämlich, dass man mit einer Diskette arbeitet, man will auf der Diskette vielleicht was abspeichern, da ist gar nicht genug Platz drauf, also muss man auch löschen können. Das Problem hatte mein Chef offensichtlich nicht, weil Laufwerk F zeigt an, dass er ganz offensichtlich eine Platte hatte. Aber sei es drum, die Funktion zum Löschen gab es jedenfalls. Man hat sie aufgerufen und wird an dieser Stelle abgelenkt und kommt hinterher wieder hin und denkt, was habe ich denn gerade gemacht? Ach ja, ich wollte ja meine Sachen abspeichern. Und dann kann man ganz blöde Fehler machen, wenn man sie dann löscht. Und wenn man das dann nicht sieht, dass oben Datei löschen steht. Also hier ist das. Das ist ein Zuordnungsproblem. Ist ähnlich wie bei dem Automaten gerade. Ein ganz generischer Knopf, der an sich nichts aussagt. Und an anderer Stelle ist die Beschriftung. Woran liegt das, dass das so ist, dass sie das so gemacht haben bei Atari? Naja, unter anderem liegt es daran, dass es Normen gibt, die das tatsächlich nahelegen. Nämlich die ISO-Norm. Die ISO-Norm 9241 in ihrem Teil 12 und interessanterweise auch im kommenden Teil 125, der ist also noch nicht verabschiedet, aber soll bald kommen, schlägt eine solche Aufteilung des Bildschirms vor. Oben Statusinformationen, in der Mitte Arbeitsinformationen, dann Steuerinformationen, also welche Tasten ich alle so drücken kann, und unten drunter Systemmeldungen, also fast Platte voll oder so. Das ist natürlich ein Design, was dafür sorgt, dass diese Zuordnung nicht passieren kann, weil ich ja Bereiche auf dem Bildschirm getrennt voneinander habe. Also auch eine Meldung zum Beispiel kann sich eigentlich gar nicht auf das beziehen, inhaltlich schon, aber optisch nicht, was in dem Arbeitsinformationsteil sich befindet. Das ist eigentlich ein ziemlich schlechtes Design. Wird aber immer noch vorgeschlagen. Sollte man aber nicht machen, sondern wir schreiben das Löschen nicht hier, nicht da oben hin, in irgendwelche Statusinformationen und verwenden dann keinen generischen Knopf, sondern wir schreiben das Löschen auf den Knopf. Generische Buttons sind so ein Zuordnungsproblem. Immer. Also immer, wenn ihr generische Knöpfe habt, wie diese hier, dann habt ihr das Problem, dass ein Zuordnungsproblem besteht, weil es keinen Hinweis für diese Zuordnung gibt. Ne? Erinnerung an Parkzeitende, gut, und unten stehen Knöpfe, abbrechen und okay, das ist genau die App, von der ich eben gesprochen habe, diese Meldung macht. Na, Ihr Parkticket läuft aus. Ja, und wo steht, was okay bedeutet? Irgendwo in dem Text, aber nicht an dem okay. Das Problem haben wir immer. Es befinden sich große Mengen Informationen in der Zwischenablage, ja, nein, abbrechen. Auch da muss ich gucken, wo steht, was ja bedeutet, wo steht, was nein bedeutet. Irgendwo mitten in dem Text. Unten ein Windows-Beispiel, genau das gleiche Problem, immer das gleiche Problem. Also, generische Buttons sind ein Zuordnungsproblem, immer. Und es gibt viel mehr generische Buttons, Beschriftungen, als man so meint. Also es ist nicht nur Ja, Nein, Abbrechen, sondern zum Beispiel auch, in diesem Beispiel, dieses Jetzt nicht. Auch was Jetzt nicht bedeutet, steht nicht dort, sondern muss erst durch Lesen erschlossen werden. Aber es gibt keinen Hinweis, wo ich das lesen muss. Man könnte ja sogar mit einer Strichverbindung arbeiten. Habe ich noch nie gesehen, aber könnte man machen. Das würde schon einiges helfen. Besser wäre, man schriebe es dahin. Der Abbrechenfall wird gerne vergessen. Abbrechen ist auch immer ganz generisch.
Also immer hinschreiben, was abbrechen denn abbricht. Naja, und aber auch zum Beispiel dieses Weiter hier. Das ist jetzt aus, wie heißt das? Panda. Aus Panda, ein Anmelde, ja, sondern nicht eine Anmeldeseite, sondern so eine Übersichtsseite. Und dann steht da Einschreiberoptionen für diesen Kurs. Sie können sich für diesen Kurs einschreiben und steht dann Knopf Weiter. Was passiert denn bei Weiter? Das steht da gar nicht. Und das steht da sogar nicht mal, nicht nur am Button nicht, das steht da gar nicht. Also generischer Button, Weiter, genauso schlecht wie okay oder ja oder nein oder sowas. Generische Buttons immer schlecht. Wir haben das in einer Masterarbeit mal untersucht und haben dann mal geguckt, wie gucken denn die Leute sich solche Dialoge eigentlich an. Hier haben wir einen solchen Dialog mit generischen Buttons. Ziemlich typisch, so ziemlich ähnlich wie der von Word. Und wenn man sich den mal anguckt, dann passiert dieses hier. Das wird jetzt hier gelesen, das ist ein bisschen langsamer gemacht. Ne? Jetzt liest derjenige den Text. Ja, bei Speichern muss man ein bisschen länger angucken und entscheidet sich dann schnell für Ja. Gut, also vielleicht habt ihr gesehen, als erstes wurde auf die Buttons geguckt, dann wurde oben der Text gelesen und dann der ganze Text dazwischen. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Andere Leute sind schneller gewesen. Ich habe hier extra zwei Extreme rausgesucht, damit man das schön zeigen kann. Anderes Design. Der Text ist der gleiche, aber auf den Buttons steht drauf, was sie tun. Und fertig. Ja. Derjenige hat sogar noch ein bisschen länger dadurch gebraucht, dass er nicht jemand war, der als erstes die Buttons anguckte, sondern erst oben in den Text guckte, was da steht. Wenn der gleich auf die Buttons geguckt hätte, wäre es vielleicht sogar noch schneller gewesen. Konkrete statt generische Buttons. Ne, weiter. Exportieren von PDF. Diesen Dialog sehe ich jedes Mal, jeden Nachmittag. Heute Nachmittag sehe ich den auch wieder, wenn ich die PDF-Dateien exportiere, hier von der Vorlesung. Dann sehe ich diesen Dialog und unten steht Weiter. Was macht Weiter? Ne, es passiert eigentlich gar nichts. Es wird einfach exportiert an dieser Stelle. Das könnte man da auch hinschreiben. Also es ist nicht irgendwie, dass weitere Einstellungen zu treffen wären oder sowas, sondern es passiert einfach. Hier wiederum sehr gut gelöst. Dieses Bezahlfenster oder dieser Bezahlbereich, da steht unten auf dem Knopf nicht etwa nur okay oder weiter oder jetzt bezahlen, sondern sogar wie viel. Das ist also ein wirklich hoher Konkretizität, also sehr konkret. Es ist wirklich sehr konkret darauf angegeben, was dieser Button tut, was passiert, wenn man da jetzt drauf guckt. So, das mit den generischen Buttons ist eine dieser typischen Sachen. Ne? Wenn ich nachts um 3 Uhr anrufe, wenn ich eure Telefonnummer hätte, müsst ihr mir sagen können, keine generischen Buttons und Reduzierung erzwungener Sequenzialität. Dann seid ihr schon mal ziemlich gut dabei. So, das ist alles jetzt Zuordnung gewesen durch Kollokation, also Nähe. Ich schreibe das, was das Ding tut, in die Nähe oder sogar drauf auf das, was es ist. Hier ein Beispiel, wo man Kongruenz mal einsetzen kann. Das ist ein Seminarraum hier an der Uni und ihr seht hier unten diese Projektoranschlüsse und seht oben Knöpfe, die diesen Anschlüssen ja irgendwie entsprechen sollten. Das tun sie irgendwie mehr schlecht als recht. Da wäre es sehr erfreulich, wenn die Anordnung der Elemente der Anordnung im User-Interface entspricht. Also wenn ich zum Beispiel das mal als GUI baue, wie es ja hier ist, hier haben wir ja so ein grafisches User-Interface, um solch eine Einstellung zu machen. Und ich habe hier drei Kabel oder drei Buchsen, sagen wir mal, drei Buchsen so nebeneinander. Dann empfiehlt es sich, diese Reihenfolge auch in dem User-Interface einzuhalten. Man muss nicht unbedingt, nur weil die Objekte horizontal angeordnet sind, im User-Interface auch horizontal anordnen. Man kann schon so eine Spiegelung machen, quasi so eine 45-Grad-Spiegelung da rein. Das ist kein Problem. Aber dass es die Reihenfolgen sich entsprechen, ist auf jeden Fall erfreulich, auf jeden Fall von Vorteil. Dann hätten wir eine Zuordnung durch Kongruenz geschaffen an dieser Stelle. Gucken wir uns ein anderes Beispiel an. Microsoft Word. Auf Mac und auf Windows identisch an dieser Stelle, ein Dokumenteinstellfenster, rechts ist das Dokument dargestellt und man kann die Ränder einstellen. Die Ränder, die Einstellungen für die Ränder sind komischerweise mit ganz großem Abstand auf der linken Seite positioniert.
Sowieso fraglich, was dieser ganze mittlere Bereich hier eigentlich soll. Da ist ja irgendwie nicht viel. Das Fenster könnte man erheblich schmaler gestalten. Vielleicht ist der andere Reiter breiter. Aber auf jeden Fall ist da zu viel Platz dazwischen. Aber welchen Rand verändere ich denn mit der Einstellung oben? Welchen Rand verändere ich mit der Einstellung unten und links und rechts? Das könnte ich doch viel besser direkt daran positionieren. Oder, wenn ich dieses Beispiel auf der rechten Seite nicht hätte, also denkt euch das mal weg, auch dann könnte ich doch oben, unten, links, rechts entsprechend positionieren und hätte eine viel bessere zugeordnete Darstellung. Also so zum Beispiel, das ist doch besser. Dann sehe ich doch viel besser, auf welchen Rand ich mich beziehe, als wenn ich intellektuell mir erst überlegen muss, links und wo ist denn links hier auf diesem Bild? Vor allen Dingen, wenn man vielleicht links und rechts auch manchmal verwechselt, das kommt ja auch vor. Oder das Gleiche funktioniert, wie gesagt, auch ohne dieses Bild. Auch dann wäre diese Anordnung eine sinnvolle Anordnung. Würde ein bisschen den Platz sparen dann. Nicht so viel Platz dazwischen lassen. Dies ist eine der seltenen Lösungen durch Kopplung. Seht ihr daran, dass das Beispiel uralt ist. Das ist so ein altes Unix-System, was hier an der Uni früher benutzt wurde. Hier ist eine Fehlermeldung. Die Fehlermeldung hier, there was an error, return to mail tool. Die Fehlermeldung selber ist nicht besonders interessant, nicht so besonders schön. Aber diese Fehlermeldung hat so einen eigenartigen 3D-Effekt, der dorthin zeigt, wo der Fehler herkommt. Ne? Also das ist ein Pfeil, wenn man so will, diese Meldung. Das ist eine Zuordnung durch Kopplung. Sehr lobenswert, sollte man viel öfter haben. Also wenn ihr mal in die Gelegenheit kommt, User Interfaces zu gestalten, so eine Zuordnung sehr zu empfehlen. Gut, so viel zur Zuordnung. Der zweite wichtige Teil ist die Gruppierung. Bei Zuordnung ging es ja jetzt immer darum, naja, wie kriege ich denn eine Beschriftung zu einem Button, wie kriege ich ein Element zu einem anderen Element zugeordnet. Bei der Gruppierung geht es darum, Elemente, die inhaltlich zusammengehören, zusammen zu gruppieren. Klingt jetzt ähnlich erstmal. Kann man sich relativ leicht klar machen, wenn wir uns ein Formular vorstellen, wo man alle möglichen Daten eingeben darf oder soll. Zuordnung ist die Zuordnung der Beschriftung des Feldes Name zu seinem Feld. Das ist Zuordnung. Gruppierung heißt, alle Felder, die die Adresse bilden, werden zusammengruppiert. Das ist der Unterschied, den wir an der Stelle machen. Die Techniken sind andere. Hier rechts haben wir keine Gruppierung. Das ist mal wieder OpenOffice, LibreOffice ist es in diesem Falle. Hier ist alles wild durcheinander in der inhaltlichen Reihenfolge und auch gar keine optischen Trennungen, also gar nicht abgesetzt. Das ist sehr schwer, das auszufüllen. Das ist ein Teil der Literaturverwaltung bei OpenOffice oder LibreOffice. Gucken wir uns ein anderes Beispiel an. Dieses Programm gibt es heute so immer noch, obwohl dieser Screenshot schon ein paar Tage älter ist. Aber ich habe mich erkundigt, das Programm sieht immer noch genauso aus. Das heißt Schild NRW und ist ein Programm zur Verwaltung von Schülerdaten in der gymnasialen Oberstufe. Das Programm wird, soweit ich weiß, von einem Lehrer entwickelt und hat wirklich alle Funktionalitäten, die so eine gymnasiale Oberstufe braucht. Also das kann Zeugnisse drucken, alles Mögliche, alles, was so Schülerverwaltung halt machen muss. Aber das User Interface ist wirklich, gewöhnungsbedürftig, sagen wir das mal so. Zum einen, denken wir mal an die Übersichtlichkeit zurück, viel zu viele Linien. Hier sind unwahrscheinlich viele zusätzliche überflüssige Linien. Guckt euch alleine mal diesen unteren Bereich an, wie viele Linien es da gibt, von denen keine wirklich einen Zweck hat. Also man kann einfach schon mal ganz viele Linien weglassen. Das Problem ist, zusammengehörige Elemente stehen oft nicht beieinander, sondern stehen quer verteilt durch diese Maske, was wahrscheinlich daran liegt, dass man hinterher gemerkt hat, oh, da brauche ich ja noch was, hier habe ich ja Platz, dann packe ich hier halt noch was hin. Das ist häufig so ein Problem, was dann passiert. Es ist überhaupt nicht erkennbar, was zusammengehört. Also was bildet zum Beispiel die Adresse? Was bildet Informationen über die Schullaufbahn? Gut, die sind hier unten einmal so mit so einer Umrahmung gemacht. Aber es sind auch andere Aufnahme und sowas, die sind alle so quer verteilt dadurch. Datenklassen nennt man das. Die sind nicht so richtig erkennbar. Ja, und
Es gibt manchmal Sachen, da ist es irgendwie geschwätzig. Also es gibt zum Beispiel ein Feld Fahrschüler. Das hat nichts mit der Fahrschule zu tun, sondern es geht darum, ob das ein Schüler ist, der mit dem Bus kommt. Das haben die da Fahrschüler genannt. Und ein Feld Haltestelle. Diese kann man leicht kombinieren. Denn jemand, der nicht mit dem Bus kommt, wird auch in keine Haltestelle in diesen einsteigen. Also kann man da leicht entrümpeln, indem man das einfach zusammenfasst. Das habe ich gemacht. Jetzt guckt euch den Unterschied einmal an, dieses Bild, und dann als nächstes so. Und jetzt seht ihr, dass man klar Klassen erkennen kann. Also klar Datenklassen, zusammengehörige Elemente. Ihr seht, zum Beispiel Straße, Hausnummer bis unten Fahrschüler, Haltestelle, das ist so ein Block. Über die Sinnhaftigkeit meiner Gruppierung kann man sich jetzt vielleicht streiten. Aber immerhin habe ich welche eingebaut und habe die dargestellt durch Absetzen, durch Platz schaffen. Auch hier ist das A und O, Platz schaffen. Wenn man Platz hat, sollte man den Platz immer nutzen. Erstaunlicherweise konnte ich relativ viel Platz schaffen innerhalb dieser Maske, obwohl sie vorher sehr überladen schon wirkte. Einfach nur, indem ich zusätzliche und nicht notwendige Elemente weggelassen habe. Ja, was habe ich noch gemacht, was hier unten steht? Ich habe so 2, 3 Elemente weggelassen und dann hinterher festgestellt, hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Hätte genug Platz gegeben, auch so ein Feld wie Datensatz ist Duplikat noch drin zu lassen. Ich hatte ihn da nur rausgenommen, weil ich dachte, ich kriege ihn nicht unter. Kriegte ich aber. Also was ist da der Trick? Überflüssige Elemente rausnehmen. Wenn das nicht geht, trotzdem Platz spendieren. Wenn man den Platz nicht spendieren kann, naja, dann kann man sich noch mit anderen Techniken behelfen, Farben etc., das machen wir gleich. Oder man nimmt irgendwo ein zweites Feld, ein zweites Fenster. Irgendwas packt man auf einen zweiten Reiter. Es gibt ja ohnehin schon eine ganze Menge Reiter, ne? Wie man da oben sieht. Gut. Das ist zuordnen an dieser, nein, Quatsch. Gruppieren an dieser Stelle. Ne? Also ich habe hier Gruppen geschaffen. Gucken wir uns ein anderes Beispiel an. Dies ist eine Fernbedienung für so einen Bilderrahmen, so einen elektronischen Bilderrahmen. Und da gibt es eine Fernbedienung zu und da hat man dieses Design gewählt. Und das Design ist in vielerlei Hinsicht zu kritisieren. Die Knöpfe sind viel zu kompliziert, viel zu schlecht erkennbar. Zum einen mal, der Kontrast ist sehr niedrig, der ist auch tatsächlich so niedrig. Aber auch die Anordnung, die sind einfach so in so einem Raster angeordnet und man findet gar nicht so richtig sich darauf zurecht, auf dieser Fernbedienung. Warum hat man das gemacht? Na, wahrscheinlich war es einfach, so eine Anordnung zu nehmen. Da gab es bestimmt Standardfernbedienungen, die einfach so ein Raster haben und man kann dann einfach nur noch sagen, bedruck die damit und dann ist gut. Ist aber keine ergonomisch gute Lösung. Bauen wir die mal um. Gucken wir erstmal, das hier sind die Knöpfe. So, wenn wir jetzt hier mal inhaltlich gruppieren, was gehört denn da eigentlich zusammen? Also zum Beispiel diese Play-Pause und Stopp und sowas, das kann man ja zusammenfassen, das gehört ja zusammen. Und auch dieses Steuerkreuz, was man sieht, in der Mitte Enter und darum das Kreuz. Also man kann inhaltliche Gruppen schaffen. Das habe ich gemacht, so. Jetzt haben wir inhaltliche Gruppen. Diese inhaltlichen Gruppen kann ich so verteilen und dann sagen, naja, das ist jetzt die neue Fernbedienung. Na, ist ja vielleicht ein bisschen groß, ne? Aber zumindest wären die Gruppen klar erkennbar. Baue ich das mal wieder anders zusammen? So, ne? Jetzt habe ich eine Fernbedienung, bei der diese inhaltlichen Gruppen eindeutig sichtbar sind. Und abgesetzt ist es jeweils durch Platz. Nehmen wir nochmal das Original daneben. Dann hoffe ich zumindest, dass ich eine Lösung gefunden habe, die besser ist als diese linke. Ist natürlich ein bisschen größer, weil ich Platz spendiert habe. Platz ist immer, naja, ist immer ein Gut, was ich irgendwie immer spendieren muss. Und wenn ich keinen Platz habe, dann gerate ich immer in Designkonflikte. Was ich aber unter anderem machen kann, wenn ich wenig Platz habe, ist, ich kann durch farbliche Auszeichnungen nachhelfen. Zum Beispiel so. Oder so vielleicht auch besser nicht. Wenn ich schon räumlich zueinander gruppiert habe, kann ich mit farblichen Auszeichnungen nachhelfen. Aber bitte, die Überlegungen, die wir in der Farbgestaltungsvorlesung hatten, nochmal heranziehen.
und vielleicht nicht so in den Farbtopf greifen wie hier und auch nicht solche absurden, wirklich völlig absurden Texturen in den Hintergrund legen wie da. Oder diese Glanzeffekte, die da auf diesen Knöpfen drauf sind. Ne? Sowas bitte lassen. Wenn man mit Farbe strukturiert, dann darf man das nur unter zwei Bedingungen tun. Nämlich zum einen, wenn man weiß, wie man mit Farbe vernünftig arbeitet. Und zum anderen muss man bedenken, dass das nur ein zusätzliches Hilfsmittel ist. Das heißt, die räumliche Gruppierung an sich muss schon bestehen. Wenn man die nicht hat, diese räumliche Gruppierung, dann geht das nicht. Also man kann nicht zum Beispiel die Bockwurst hier unten reinschreiben und dann rot lassen und sagen, die gehören doch zusammen. Das führt nur zu einem völlig wirren, durcheinanderen Bild, aber es sorgt nicht wirklich für eine Gruppierung. Kassensoftware ist aus irgendeinem Grunde übrigens oft so bunt. Wenn ihr morgen oder so mal in die Mensa geht oder geht heute in die Cafete, guckt den Leuten da mal über die Schulter, die haben auch so bunte Kassen. Ich weiß nicht wirklich, woher das kommt, ob die das irgendwie so gerne haben oder so. Ich konnte es noch nicht herausfinden. Auch der Hersteller dieser Software, der Screenshot ist schon ein paar Tage älter, bietet immer noch Kassensysteme an. Heute für Windows 7 und 10, die sind auch so bunt, genauso bunt. Keine Ahnung. Gucken wir uns das mal im Zusammenhang an. Hier habe ich einen Taschenrechner. Und dieser Taschenrechner hat Objekte, also Tasten, der ist dem Windows-Taschenrechner, dem alten Taschenrechner, nachempfunden. Der hat lauter Tasten, die sind schon räumlich gruppiert. Also die Sachen, die zusammengehören, stehen schon beieinander. Wie kann ich diese Gruppierung räumlich unterstützen? Was man bei Windows gemacht hat bis Windows XP, war, dass man Farben genommen hat und zwar die Texte eingefärbt hat. So. Das ist nicht besonders gut, weil man das nicht besonders gut erkennt. Auch da könnt ihr ja nochmal an die Farbvorlesung zurück euch erinnern. Wenn man den Text einfärbt, dann ist das immer schlechter zu sehen, als wenn man den Hintergrund einfärbt. Also Hintergrund einfärben ist immer prägnanter. Machen wir das doch mal und wählen noch mal etwas andere Farben, zum Beispiel nicht Rot. Ne? Rot als Auszeichnungsfarbe ist ein bisschen kritisch. Stattdessen habe ich jetzt Grün genommen. Dann sieht das so aus. Das funktioniert wahrscheinlich ganz gut, kann ich mir vorstellen, mit so einer farblichen Unterstützung. Aber, ihr seht ja, die Folie ist ja fast leer. Wir haben ja Platz. Also machen wir es doch besser mit Platz. Ich habe jetzt diese A, B, C, D, E, F, die noch so ein bisschen unten an die Seite geprömmelt waren für Hexadezimal, habe ich nach oben geschoben. Jetzt sieht es so aus. Gut, jetzt sehe ich auf jeden Fall sehr eindeutig, das ist der Bereich für die Speicherfunktion, das ist der Bereich für die Zahleneingabe, das sind hier irgendwelche mathematischen Funktionen, rechts habe ich logische Funktionen, räumlich abgetrennt. Und das könnte ich jetzt noch unterstützen, indem ich vielleicht doch jetzt noch eine Schattierung wieder einfüge. Und sowas mache. Und schon habe ich durch dieses Gruppieren, vor allen Dingen jetzt hier durchs Absetzen, eine viel strukturiertere Oberfläche gefunden für diesen Taschenrechner. Allerdings wieder um den Preis des Platzes. Was mache ich, wenn ich den Platz nicht habe? Oder was mache ich, wenn ich vielleicht so, naja, mehr Strukturen habe als nur Strukturen nebeneinander, sondern so Unterstrukturen, so hierarchische Strukturen, kann ich dann damit arbeiten. Was leider oft gemacht wird, ist dieses, was man hier schon gesehen hat, Linien reinzeichnen. Das hilft natürlich, also ist es jetzt schon klar, dass diese, was in der zweiten Zeile steht, halt die zweite Zeile ist, weil Linien drumherum sind. Das ist aber aus Wahrnehmungsgründen nicht besonders gut, mit Linien zu arbeiten. Woran liegt das wieder? Es liegt bei Wahrnehmung fast immer daran, dass ich nur einen kleinen Teil scharf sehe. Und wenn ich jetzt in so einen Bereich gucke, wie diesen hier, den ich hier mal so eingezeichnet habe, dann sieht man da sehr viele Linien. Aber ich sehe nicht, wenn ich nur diesen Teil sehen würde, wohin diese Linien weitergehen, wohin die sich schließen. Also um das Ganze wahrzunehmen, also einen Überblick über die ganze Struktur zu kriegen, ist es ein bisschen blöd, solche Linien zu haben. Denn dann, der Linie muss ich dann erst folgen. Ich muss eigentlich wirklich den abwandern. Der Linie, diese Linie abwandern, um zu wissen, ob jetzt diese Kante da hier zu diesem linken Teil gehört oder zu dem oberen Teil gehört oder wie das vonstatten geht. Und da gibt es Techniken, mit denen kann man das besser machen. Und das nennen wir Stapeln. Dieses ist Umrahmen. Umrahmen ist immer eine schlechte Idee. Wenn ihr Masken für uns zeichnen sollt, in
Übungen auf Übungszetteln und in Klausuren solltet ihr nie solche Datenklassen einfach umrahmen, sondern ihr müsst sie stapeln. Oder ihr müsst dran schreiben, dass eure Umrahmungen Stapelungen sind. Das könnt ihr auch machen, weil manchmal kann man so schlecht zeichnen. Wir gucken uns gleich an, was das bedeutet. Was heißt stapeln? Auf dieser Folie steht das drauf, was ich euch gerade gesagt habe, nämlich, dass ich dieser Linie folgen muss. Das gibt es in der Natur ja auch fast nie. In der Natur gibt es ja keine Objekte, die durch Linien umrandet sind, sondern es sind ja eigentlich immer Flächen da, die ich habe. Und was man jetzt macht, ist ähnlich wie das, was wir schon besprochen haben zu den Buttons. Nämlich man arbeitet mit plastischen Hilfsmitteln. Man versucht, die Oberfläche plastisch zu gestalten. Wenn ihr euch das hier anguckt, hier ist so eine Kugel, die ist reingedrückt in so eine Fläche hier. Und wenn ich das jetzt von oben darstelle, wie da links, und habe keine Unterstützung zur Plastizität, dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit zu erkennen, was das ist. Ob das hineingeht, ob das herausgeht oder sowas. Das ist diese Plastizität, die wir erreichen wollen. Und das machen wir unter anderem mit Glanzeffekten, wie es hier ist, aber vor allen Dingen auch mit Schatteneffekten. Schatten ist eine der wichtigsten Techniken, die es dafür gibt. Das kann man sich gleich klar machen, wenn man sich diese Videos hier zum Beispiel mal ansieht. Ihr seht jetzt gleich diesen Ball hier fliegen und könnt ihr euch mal überlegen, was für eine Kurve fliegt der eigentlich? Und das sieht jetzt so aus, als würde der so hopsen, so eine Hopsfigur machen. Das stimmt aber gar nicht. Der hopst gar nicht. Der geht eigentlich, das sehen wir jetzt hier, auf dieser Linie ganz gleichmäßig hin und her. Das Einzige, was hopst, ist der Schatten. Der Schatten ist das, was dafür sorgt, dass wir eine diese räumliche Relation wahrnehmen können. Anderes Beispiel dieser Art, dieses Rechteck hier, und wenn ihr jetzt mal guckt, hat man jetzt so den Eindruck, dass dieses Rechteck sich abhebt, also dass es nach oben fliegt. Stimmt auch nicht. Das Rechteck steht immer an exakt der gleichen Stelle. Das Einzige, was sich geändert hat, ich mache es vielleicht mal nochmal, ist der Schatten darunter. Nur der ändert sich. Wenn man genau auf eine Stelle guckt, sieht man das auch. Aber so auf den ersten Blick sieht das aus, als würde das Element nach oben sich verschieben. Das sind also die ähnlichen Techniken, die wir schon hatten für die Buttons. Die setzen wir jetzt auch gleich ein, um so Datenklassen zu gruppieren. Wichtig ist bei diesen Sachen die Lichtposition. Licht immer von über Kopf. Das heißt, wir nehmen immer an, dass das Licht von oben kommt und dadurch entstehen diese Plastizitäten. Ihr seht jetzt hier, nehme ich zumindest an, oben drei so Sachen, die herauspoppen, also wie als wäre so eine Kugel euch entgegenkommen. Oben drei, unten eine und in der Mitte ist eine nach innen gedrückt. Das ist das, was man üblicherweise sieht. Wenn man das jetzt einfach umdreht, dann seht ihr auch, dass sich dieser Eindruck umdreht. Jetzt habt ihr nur noch eine, die rauskommt und fünf, die nach innen gehen. Oder hier, der eingedrückte Fuß am Strand und rechts der Fuß, der irgendwie aus dem Strand herauszukommen scheint. Und auch hier ist das zweite Bild nur das erste umgedreht. Diese Überkopf-Hypothese funktioniert ziemlich gut. Wofür nutzt die uns? Die nutzt uns dafür, um sowas zu gestalten. Also, dass wir nicht umrahmen durch einfache Rahmen, sondern zum Beispiel mit zwei verschiedenen Farben arbeiten. Einer dunklen und einer hellen Farbe. Die Kreise sollen jetzt immer das darstellen, was man so gleichzeitig sieht, wo man so hinguckt. Und dann kann man an dieser Stelle schon sehen, dass man anhand der Einteilung der Farben, also der Linienfarben, erkennen kann, was vorne ist und was hinten ist. Wenn man nämlich eine horizontale schwarze Kante sieht, dann weiß man, der Rest der Figur, die ich da sehe, ist drüber, oben drüber. Wenn sie unten drunter wäre, müsste diese Kante eine weiße Kante gewesen sein. Unter der Annahme, das Licht kommt von links oben. Also könnt ihr euch jetzt vorstellen, die Uhr da, die ist das, was hier das Licht ausstrahlt. Dann hättet ihr sowas, dass die obere Kante und die linke Kante eine hellere ist und die rechte und die untere Kante eine dunkle. Und nur durch diesen klitzekleinen Trick
also dass wir da zwei verschiedene Kantenfarben haben, können wir das Auge, die Hypothesenbildung, denkt an den Hypothesengenerator, unterstützen, nach wo sich diese Linien schließen. Sonst müsste ich, wenn ich nur Linien habe, das Ganze abfahren, immer komplett außenrum gehen. So weiß ich, wo es weitergeht. Das ist der ganze Trick bei Stapeln statt Umrahmen. Es gibt nicht nur diese eine Technik, sondern ähnlich wie bei den Buttons auch die anderen. An dieser Stelle noch ein paar zusätzliche Erläuterungen, was es mit dem Stapeln genau auf sich hat und wie hier Hypothesenbildung eine Rolle spielt. Wollen wir uns mal eine Oberfläche zusammen, in der wir so Gruppen anordnen, durch Umrahmen. Wir zeichnen jetzt hier mal nur die Rahmen ein. Ein Rahmen, doch ein Rahmen daneben und in der linken Gruppe in der Mitte so einen Rahmen hinein. So, wie sieht es jetzt aus mit der Wahrnehmung? Man sieht nur einen kleinen Teil gleichzeitig scharf, zum Beispiel diesen hier. Und wenn ich mir jetzt diesen mittleren Teil mal alleine betrachte, etwas größer betrachte, dann sieht das so aus. Und jetzt kann ich an keiner Stelle bei diesen Linien erraten, in welcher Richtung es weitergeht, also wo sich die Figur hinschließt. Also ob die linke Linie zum Beispiel zu einer rechten oder linken Gruppe gehört. Das kann ich einfach nicht feststellen. Es geht nicht, weil ich sehe nur die Linien und die Linien sind alle gleich. Ich habe also keine Chance. Anders sieht es aus, wenn man anfängt zu stapeln. Und das machen wir hier. Hier ist das Gleiche, ist die gleiche Darstellung. Also ich habe wieder zwei Gruppen auf der unteren Ebene und dann noch so eine dort hineingeschachtelte. Und wir nehmen an, es gibt links oben eine Lichtquelle, dargestellt durch diese kleine Sonne. Und wenn ich jetzt in den Kreis reingucke, dann sehe ich in dem Kreis wieder drei Linien. Es sind nicht mehr Linien geworden. Es ist also eigentlich nicht aufwendiger wahrzunehmen. Aber wenn ich es mir groß angucke oder wenn ich mir nur das angucke, kann ich bei den Linien feststellen, in welche Richtung das wohl weitergeht. Ich kann ganz klar sagen, die linke Linie ist eine schwarze Linie. Das heißt, nach links geht es weiter. Links schließt sich die Gruppe, schließt sich diese Figur. In der Ebene drunter auch nach links. Also kann ich schon mal sagen, beide gehen nach links hin weiter. Ich habe also schon einen Hinweis darum, dass die eine in die andere hineingeschachtelt ist. Anders ist es mit der rechten Linie. Das ist eine helle Linie. Das heißt, es geht nach rechts weiter mit dieser Gruppe. Das ist der Vorteil, den ich habe, wenn ich staple, wenn ich also plastische Stapel darstelle, wirklich räumliche Stapel, die nach oben hinauskommen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, das zu tun. Ich muss das nicht mit diesen Linien machen. Ich kann zum Beispiel auch Schlagschatten verwenden. Wenn ich aber so einen Schlagschatten verwende, wie das jetzt hier gemacht ist, dann ist der Effekt, sagen wir mal, nicht ganz so überzeugend wie eben noch bei den Kanten. Es funktioniert nicht ganz so gut, wenn man nur diesen Schatten verwendet, diesen Schlagschatten. Aber auch hier ist es so, dass ich mir jede Kante angucken kann und anhand des Schattens feststellen kann, in welche Richtung sich die Figur schließt, also was der Vordergrund ist, was der Hintergrund ist, in welche Richtung die Umrahmung weitergeht, die Gruppe weitergeht. Ein Vorteil dieser Schlagschattenmethode ist ganz klar die, dass ich das auch auf weißen Hintergründen machen kann. Das ist ganz besonders heute interessant, wo man ja oft Websites hat, die weiß in weiß gestaltet sind oder zumindest auf weißen Hintergründen gestaltet ist. Die Kantentechnik, die ich vorher gezeigt habe, braucht immer einen nicht weißen Hintergrund, damit das funktioniert. Denn ich brauche ja hellere Kanten links und oben. Und ich kann ja nicht hellere Kanten als weiße Kanten definieren, wenn ich schon einen weißen Hintergrund habe. Aber mit dieser Technik, wie man hier sieht, funktioniert es auch ziemlich gut auf weißem Hintergrund. Naja, aber ich habe gesagt, so alleine reicht es vielleicht nicht. Das ist nicht plastisch genug an dieser Stelle, weil es sich doch relativ ähnlich sieht. Aber ich kann diese Schlagschattentechnik relativ gut verbinden mit den anderen Techniken, die wir schon kennengelernt haben zur plastischen Gestaltung, zum Beispiel zur plastischen Gestaltung von Buttons. Wenn wir uns jetzt nochmal die graue Version angucken, dann könnten wir ja jetzt mal sagen, wir nehmen nicht überall das gleiche Grau, ist ja sowieso eigentlich unüblich, sondern wir nehmen die von uns besprochene Abstufung an Helligkeiten. Vorne heller, hinten dunkler. Und dann sieht das, jetzt mal ein recht drastisches Beispiel, aber es sieht dann zum Beispiel so aus. Und hier funktioniert es auch sehr gut. Ich kann auch wirklich, wenn ich jetzt das in groß mir angucke an dieser Stelle oder wenn ich genau nur in diesen kleinen Bereich hineingucke, sofort in dem Bereich feststellen, was vorne ist und was hinten ist. Und das einmal durch die Helligkeit und noch zusätzlich unterstützt durch diesen Schlagschatten, durch diesen Schattenfall, diesen simulierten, den ich da sehe. Das als Klarstellung zum Stapeln statt Umrahmen. Umrahmen immer die schlechteste Lösung, Stapeln
Plastisches Stapeln ist dem Ganzen immer vorzuziehen. Wir hatten da ja über dieses Bild gesprochen, ne? Also dass ich erkennen kann, was vorne ist, was hinten ist, indem ich hier diese Helligkeitsabstufungen zum Beispiel heranziehe oder Sättigungsabstufungen nehme. Und die habe ich alle zur Verfügung. Also habe ich hier diese Möglichkeiten wieder. Ne? Ich kann Sättigungsunterschiede nehmen, Helligkeitsunterschiede, Schatten, dunkle und helle Kanten, das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe, und Helligkeitsverläufe. Hier haben wir so einen Schlagschatten drunter, dunkle und helle Kanten haben wir gleich auch. Das ist diese Variante hier mit dunklen und hellen Kanten. Hier seht ihr, dieses Objekt ist einfach so gezeichnet, dass unten die Kante dunkel ist, rechts die Kante dunkel, oben und links jeweils eine helle Kante dran gezeichnet. Und so kann man diese Datenklassen unterstützen. Ich zeige es euch an einem Beispiel. Dieses ist völlig unstrukturiert. Das steht also alles beieinander. Als erstes wäre es eine gute Idee, ich würde das absetzen. Das haben wir an dieser Stelle mal gemacht, ist abgesetzt. Entstehen also Lücken dazwischen, die schon mal relativ gut helfen, zu erkennen, was hier zusammengehört. Was kann ich als nächstes machen? Ich kann umrahmen. Das ist das, was wir nicht machen sollen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Wenn man das macht, was man nicht machen soll, dann sieht es so aus. Und dann seht ihr, diese zusätzlichen Linien sind nicht wirklich hilfreich, sondern im Gegenteil, die schaffen viel mehr Unruhe als in der Lösung drüber. Also ohne Rahmen war es besser als ohne. Ohne Rahmen war es besser als mit. Deswegen machen wir das nicht. Was wir natürlich machen können, ist, wir nehmen die Technik mit den zwei Kanten. Jetzt nur das, sonst ist alles in der gleichen Farbe, alles grau. Aber ich habe schon mal diese zwei Kanten. Das ist doch schon mal erheblich besser als das da oben. Ich habe diese Technik genommen für die Elemente, die nach oben kommen sollen und für die Elemente, die nach innen gehen sollen, die Eingabeelemente, habe ich das genau umgedreht. Das heißt, ich habe oben und links die schwarzen Kanten und unten und rechts die weißen Kanten genommen. Dann sieht es so aus. Das kann ich natürlich noch verbessern. Ich könnte das zum Beispiel unterstützen, indem ich eine farbliche Abstufung, also eine Helligkeitsabstufung mache. Dann sieht es so aus. Und wenn ich jetzt noch weitergehe, könnte ich auch noch Schlagschatten mal verwenden. Ach nein, Verzeihung, habe mich vertan. Dieses Beispiel ist erstmal noch das gleiche wie oben mit einem zusätzlichen Helligkeitsverlauf. Ihr seht jetzt immer von oben nach unten einen Helligkeitsverlauf in jeder Fläche. Schlagschatten müsste aber auch kommen. Den haben wir hier. Ich muss ganz persönlich sagen, ich finde den mit dem Helligkeitsverlauf und den mit den Schlagschatten nicht besonders schön. Weil sie eigentlich schon wieder überfrachtet sind. Also diese Lösung hier, oder die obere da, das ist eigentlich aus ergonomischer Sicht schon ein Ideal. Was man jetzt natürlich machen kann, ist, das kann man sich noch für viel komplexere Strukturen überlegen. Also wenn ihr innerhalb der oberen Struktur noch wieder eine Sonnebox reinbaut, dann müsstet ihr halt noch eine Stufe heller werden und damit arbeiten. Das kann man dann hinterher mal ein bisschen ausprobieren. Was für einen Unterschied das macht, sieht man hier. Hier ist so ein Kalender aufgeklappt. Der Kalender ist sehr flach, liegt so einfach oben drüber und hebt sich plastisch irgendwie nicht ab. Und diese Plastizität einfach durch den zusätzlichen Schatten unterstützt diese Gruppierung. Das ist ein zusammenhängendes Element. Viel stärker, als wenn wir das nicht haben. Kann man sich ja nochmal groß angucken. Also einfach nur dieser Schatten. In diesem Fall ist ein Schlagschatten gewählt worden. Das ist eine der Möglichkeiten, die es gibt. Gucken wir nochmal auf ein bekanntes Beispiel. SAP, habe ich ja, glaube ich, schon mal ein Beispiel von SAP gehabt. SAP ist nicht unbedingt besonders für sein gutes User-Interface bekannt. Zumindest kenne ich viele Leute, die SAP nutzen müssen, die meinen, da könnte man viel tun. Allerdings haben die in den 90er Jahren mal eine Designagentur da mal drüber gucken lassen und die hat viele wirklich ganz gute Sachen gemacht. Und unter anderem hat sie auch genau diese Sachen mit dem
Gruppieren durch Stapeln dort eingebaut. Also ihr seht hier, dass die Sachen nicht etwa einfach so umrahmt sind, sondern es werden wirklich Stapel gebildet, sodass man einen Hintergrund erkennen kann und einen sich davon absetzenden Vordergrund. Und der gruppiert die Elemente. Also auf der rechten Seite hier dieses Kreditor und Adresse ist dadurch gemacht worden. Das Adresse selber allerdings zum Beispiel könnte schon wieder anders gestaltet werden. Das ist eigentlich wieder nur ein ganz blöder Rahmen. Wenn wir uns mal angucken, was diese Oberfläche sonst noch zu bieten hat, dann verstehe ich, wo die Leute die Probleme sehen. Vor allen Dingen weiß ich nicht, was die für Icons sich gesucht haben. Wenn ihr euch diese Icons hier unten mal anguckt, das ist mir ein bisschen schleierhaft, was die bedeuten sollen und nicht nur, was sie bedeuten sollen, sondern auch, wie man sie so hat gestalten können. Die sind ja eigentlich gar weder unterscheidbar, noch einfach, noch sonst irgendetwas, was wir für Icons so gefordert haben. Ja, fassen wir zusammen. Was habe ich euch alles erzählt heute? Und dann zahle ich noch mal eine Sache an der Tafel an, dann vielleicht wird sie dann noch mal einmal etwas klarer. Übersichtlichkeit. Absetzen, Platz spendieren. Das ist das A und O überhaupt aus allem, was ihr aus dieser Vorlesung heute vielleicht mitnehmen sollt. Alignieren, ausrichten an Fluchtlinien, sowohl vertikal als auch horizontal. Eine wichtige Technik, mit der man sehr leicht vorhandene Masken noch verbessern kann, wenn man sie hat. Und wenn man neu gestaltet, natürlich auch gleich darauf achtet. Und überflüssige Elemente vermeiden, keinen Schnickschnack einbauen. Das bedeutet vor allen Dingen keine zusätzlichen Linien, die nicht notwendig sind. Linien sind immer überflüssiger Schnickschnack. Bei Strukturiertheit haben wir die beiden Bereiche gehabt, Zuordnung und Gruppierung. Zuordnung, die drei Ks, das muss ich in der richtigen Reihenfolge aufsagen, Kollokation, Kongruenz und Kopplung. Also Kollokation, die Sachen wirklich räumlich aneinander bringen, bei Buttons möglichst draufschreiben, Beschriftungen sonst in räumlicher Nähe unterbringen. Kongruenz ist externe Zuordnung, das heißt, ich habe eine ähnliche Zuordnung, ich habe hier etwas, habe da etwas und mache die Anordnungen ähnlich. Dadurch kriege ich Kongruenz hin. Und Kopplung ist explizit visuell, also durch eine Verbindungslinie oder durch so einen Pfeil oder sowas. Und dann den anderen Bereich der Gruppierung, wo wir durch Absetzen, also wieder Platz spendieren, Datenklassen voneinander trennen oder durch Stapeln, durch die Techniken, die ich gerade eben erzählt habe. Durch Stapeln statt umrahmen. Und ich wollte jetzt gerade eine Sache nochmal anmalen. Ein paar Minuten habe ich ja noch. Nämlich das mit der Figurschließung. Wo habe ich denn Kreide? Hier hinten. So, ich versuche mal, das so darzustellen. So, ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen. Das hier unten sollen dunkle Kanten sein. Diese hier und diese da und diese und diese. Und die anderen sind jeweils helle Kanten. Und was ist jetzt das Problem, wenn ich an irgendeine Stelle gucke? Also nehmen wir mal an, ich gucke hier hin, an diese Stelle, dann weiß ich, diese Figur geht nach da weiter, weil es eine helle Kante ist. Ja, es muss es also eine linke sein. Und diese geht nach hier weiter. Wenn es einfach nur umrahmt gewesen wäre, könnte ich das nicht feststellen an dieser Stelle. Das heißt, ich müsste dann den Blick hier durchschweifen lassen und das ablaufen. Das ist der Unterschied, um den es bei Stapeln geht. So, und das ist auch das, was ich euch zu sagen hatte. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.